Eins hätte auch gereicht statt zwei. Habe ich gerade zwei Thermometer angebaut? Naja, die kosten ja nichts. Hatte ich noch den Dual-Modus drin? Wie unschön. Oh, ein Nachtstart. Das sieht dann natürlich auch gut aus mit unseren schönen Engine-Lightning-Effekten. Wie sieht das von der Helligkeit bei euch aus? Also auf meinem Stream-Fenster ist das alles total super. Aber ihr könnt mir gerne mal Feedback geben, ob das von der Helligkeit her passt oder ob euch das zu dunkel ist. Und wir hauen die Rakete in den Orbit in 3, 2, 1 und feuerfrei. So, wir sind unterwegs. Der Trick ist, wenn ihr sowas macht, übrigens mit den Leitflächen, lasst, also auch gerade wenn ihr ein Reaction Wheel habt, lasst bis ungefähr 100 Meter pro Sekunde erstmal die Finger von der Steuerung. Ab dann beginnen die Tragflächen oder die Leitwerke hinten ziemlich gut zu greifen. Also jetzt ist so der Part, wo ich beginnen kann, ein bisschen zu steuern. Und ich leite jetzt aber auch gar nicht viel ein, sondern ich leite jetzt nur so einen ganz leichten Drift. Oh, guck mal, der Sonnenuntergang. So einen ganz leichten Drift in Richtung Osten ein. Oh ja, so richtig sieht das die Rakete nicht. Also ich könnte sie jetzt härter rumzwingen, aber wir haben so unglaublich viel Delta-V-Budget, dass ich jetzt kein Risiko eingehe. So, wir gehen über Schall. Hui, erste Effekte an der Rakete zu sehen. Also, kleine Billig-Ariane. So, und unser Solid Fuel pumpt uns wahrscheinlich schon so direkt auf suborbitalen Kurs, habe ich so die Befürchtung. Können wir direkt zum Mond weiterfliegen einfach. Ja, langsam, langsam muss ich mal drehen hier. Dum, 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 dum. So. Also, ich ziehe sie jetzt rum, aber das war auch gut, dass wir so schön steil nach oben gegangen sind, weil es ist ein bisschen heiß geworden. Also, Solid Fuel Booster war ein bisschen viel des Guten. Und wir gehen ziemlich steil aus der Atmosphäre raus. Hui. So. Das Thema ist auch gleich durch. So, sind wir schon mal auf 200.000er Höhe. Da geht ein bisschen was. So, jetzt können wir eigentlich auch mal direkt unsere Decoupler zünden und eigentlich auch schon mal das Fairing aufmachen. Und vor allen Dingen, ich habe gar nicht dran gedacht, eine Action Group draufzulegen. Hier mal alles vorbereiten, dass wir auf jeden Fall auch noch die Probe steuern können, wenn wir ein bisschen weiter weg sind. So, und jetzt müssen wir eigentlich gar nicht viel tun, sondern wir lassen uns jetzt einfach auf die 200 Kilometer Höhe tragen, die wir eh schon angepeilt haben. Und dann machen wir da schnell einen Orbit draus. Und dann fliegen wir zum Mond. So einfach ist das. Schwupp. So. Jetzt feuerfrei für den Orbit. Das kann die Probe mal schön selber machen. Dafür haben wir sie ja bezahlt. So, das dauert jetzt einen kurzen Moment, aber wahrscheinlich nicht allzu lange. Atmospheric Efficiency, meinst du hier oben oder was? Ich weiß es nicht. Ich wollte, glaube ich, den Dynamic Pressure mal raussuchen, ob es das gibt. Meinst du das? Also, ich bin mal ganz guter Dinge. Wir brauchen jetzt noch ungefähr 1200 Delta V für den Dings. Ja, das können wir mal raussuchen. Mal schauen, ob es das gibt im linken Hut. Das müsste ja eigentlich Surface and Atmospheric. Ist das Atmospheric Efficiency? Ne, das ist die Effizienz. Ich wollte eigentlich was anderes. Aber gut, wir können jetzt erstmal die Atmospheric Efficiency nehmen. Ist aber eigentlich nicht das, was ich wollte. Was ich eigentlich wollte, war. Das scheint es ja aber nicht zu geben, ne? Na gut. Und ich glaube, wir haben Orbit. Ein bisschen noch. Close Editor. So, das lassen wir als Orbit gelten. So. Und dann können wir auch den Mond anpeilen. Und wir sind jetzt hier. Und dann machen wir das auch so grob hier irgendwo. Und schießen uns. Oh, das war ein bisschen viel des Guten, glaube ich. Oh. Oh. Bisschen weiter hier rüber. Oh, wie kommen wir denn? Da kommen wir aber auf einen ganz, ganz schrägen Kurs raus.
Aber es ist eigentlich nicht schlecht, ne? Wir wollten ja eh. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken, wie wir das hier beeinflussen können. Wir könnten noch ein bisschen später los. Jawohl. Guck mal, dann kommen wir schon in dem fast Polaranflug ran. So, jetzt nochmal schauen, ob wir den noch ein bisschen tweaken können. Dass wir noch ein bisschen näher rangehen. Ja, das gefällt mir. So. Den Rest machen wir dann vor Ort, würde ich sagen. Also, das sieht doch nach einem guten Anflug aus und der geht in 32 Minuten steil. Das heißt, wir haben dann eine gute Vorbereitung schon mal auf den. Und jetzt hoffe ich mal, dass unser Startfenster auf der hellen Seite liegt. Das tut es, weil zu sowas Lächerlichem wie einer Fuel Cell habe ich mich natürlich wieder nicht herabgelassen. So, dann machen wir mal den Time Warp rein. Und warten mal kurz, bis wir da sind. Und währenddessen ist unsere Moonbase ja auch schon unterwegs. Das ist auch schön. Das heißt, so können wir das Transferfenster tatsächlich mit was Sinnvollem überbrücken. Und hier unsere Probe rausschießen in Richtung Manöver. So, und ich glaube, wir können dann auch gleich noch ein Warp-to-Next-Manöver machen. Hui, da dreht sie sich fröhlich schnell. So. Gut, genau, es ist fast auf dem Prograde. Sehr schön. Ja, Mensch, also ich glaube, das wird heute ein sehr produktiver Tag. Also ich glaube, heute kommen wir wirklich vorwärts und können so ein paar Sachen erledigen. Und also für mich das Spannendste ist natürlich auf jeden Fall, die Moonbase Alpha zu landen. Weil damit ist eigentlich Kolonisierung für mich so ein bisschen offiziell gestartet. Vorher ist das ja eher so, naja, ne? Also, wir werden tatsächlich das Manöver noch komplett auf dem Triebwerk fliegen können. Das sieht auch gut aus. Und ich würde sagen, ich hau jetzt mal Stoff rein, dass wir hier vorwärts fliegen. So, und dann gucken wir uns das mal in seiner Ausprägung an, wie wir hier ankommen am Mond. Also wenn wir den tatsächlich so schön hinbekommen, dann haben wir natürlich einen sehr guten Einstieg in den polaren Orbit. Also von daher war das gar nicht schlecht, dass wir so ein bisschen schräg rausgegangen sind. Hat immer auch sein Gutes. So, jetzt mal ein bisschen vorsichtiger fliegen hier, dass das nicht gleich komplett versaue. Ja, sehr schön. Das sieht doch gut aus. Schön langsam reindrehen. So. Zack, zack, zack. So, ich würde sagen, das lassen wir so gelten. Und damit ist die Probe jetzt auch unterwegs. Kann das Ding hier irgendwas Tolles machen? Analyze Data, Start Radar, Scan. Okay, das machen wir dann am Mond. Das lohnt sich jetzt nicht für Kerbin, weil wir werden jetzt hier einmal so lang fliegen und dann haben wir so einen ganz dünnen Streifen. Das bringt uns vermutlich nicht allzu viel. Das heißt, wir setzen uns jetzt auch für diese Probe hier einen Wecker, nämlich auch für den Sphere of Influence Change. Dann ist er raus und moin Prios, willkommen. So, ja, und dann können wir eigentlich schon wieder zurück ins Space Center. Also heute ist hier, ne? Massenfabrikation. Hier wird fabriziert, was geht. So, jetzt kommt natürlich die große Frage, was machen wir als nächstes? Wir haben jetzt zur Auswahl von den Dingen, die wir noch tun können. Also das Ding ist unterwegs. Das Ding und das Ding würden sich in einem Schwung erledigen. Das heißt, wir könnten in den Orbit hochfliegen und Gwen bei Kerman retten. Dann hätten wir die zwei hier erledigt. Das machen wir mal irgendwo in einer anderen Rakete mit nebenbei. Vielleicht können wir das sogar hiermit kombinieren. Dann hätten wir einen Touristen, der da noch in den Startlöchern sitzt. Also wir könnten direkt noch eine Mondrakete starten, einfach nur weil es geht. Ne? Mit einem Touri halt mit dabei, die auch auf dem Mond landet. Die könnten dann direkt die neue Basis besuchen, wenn das geklappt hat zum Beispiel. Also das wäre noch eine Option. Oder wir machen uns an die Kerbin Space Station. Die Moon Space Station sehe ich erst danach. Also ich würde auf jeden Fall gerne mit der Kerbin Space Station anfangen, wenn Space Station. Also ist jetzt die Frage, was machen wir? Wir könnten einmal so eine Rundumschlagmission probieren, nebenbei noch. Gwen bei retten
das Ding hier abschließen und das Ding hier abschließen, idealerweise in einem Schwung. Wir fliegen zum Mond mit einem Touristen, also schießen quasi noch eine dritte Mondmission los. Oder wir fangen an, die Station zu bauen. So, also erster Input ist Rettung, dann Station. Dann haben wir noch einen Vorschlag von einer Rettungsmission. Retten und dann Station. Okay, also bisher sehr eindeutig, dass wir erstmal die Rescue-Mission machen. Ja, gut. Retten dann Station, Kerbin Space Station, hast keinen freien Kontakt. Ne, das sind meine aktiven Contracts, das sind die, die ich schon habe. Sakemi. Sakemi? Ja, habe ich richtig. Du bist bei mir ganz hellgrün geschrieben, das kann man kaum lesen. Sakemi. Retten und dann Station. Okay, alles klar. Dann probieren wir jetzt, die drei Verträge in einem Abwasch zu erledigen. Und holen uns dann die Station als nächstes. Okay, zur Rettung brauchen wir eigentlich nicht wirklich einen Piloten. Das kann ein ferngesteuertes Raumschiff machen. Das würde vieles vereinfachen. Ach so, ich muss erstmal einen Probe-Core setzen, ne? Ja. So, wir nennen das jetzt mal Rescue One. So, und an den Rescue One bauen wir einen Pod dran. Oh, das sieht gar nicht so aerodynamisch aus, ne? Okay, machen wir anders. Zack, zack. Wir bauen erstmal einen Pod. So, dann kommt als nächstes ein Habe ich schon den Greifer? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht. Ich glaube, den habe ich noch nicht, den guten Greifer. Nee. Ist noch nicht da. Ja gut, wir könnten natürlich auch wie coole Leute fliegen kommen. Wir machen Rescue One so, dass genug Platz im Pod ist. Was haltet ihr davon? So, das hat sich ja so bewährt, das Ding. Ich hasse diesen Pod. Habe ich schon erwähnt, dass ich diesen Pod hasse? Ich hasse diesen Pod. So, genau. Also, das wird unsere Wiedereintrittskapsel. Ah, da könnten wir wahrscheinlich aber, damit ich das jetzt nicht alles neu bauen muss. Don't save. Einfach die Moonlander 1 hattet ihr mich auch gezwungen, diese blöde Kapsel zu benutzen, oder? Ja. Sehr schön. Ich glaube, alles bis hier können wir schon mal als Diskussionsgrundlage nehmen. Ist vielleicht sogar ein bisschen viel des Guten. Wie wäre es denn damit? So, die ganze Wissenschaft können wir abbauen. Das braucht kein Mensch. Strom ist prinzipiell eine gute Sache. Funk brauchen wir nicht. Bisschen Solar schadet nicht. Und Essen, nehmen wir hier dieses kleine Snackpack mit. Was bringt uns eins davon? Eins davon bringt uns 6 Tage. Check. So. Ja, der Pod ist super cool, Idel. Versuch mal drauf rumzuklettern. Danach reden wir nochmal. Ich hasse diesen Pod. So, Also ich habe mehrere Ground Stations, aber der Einwand ist durchaus valide, dass die Funkabdeckung im Low Orbit halt potenziell ziemlich kacke sein kann. Weil es sind tatsächlich nicht überall Funkstations verteilt. Triebwerk nehmen wir mal einfach den guten alten Skipper. Zack. So, damit haben wir erstmal 1,3,4 in der Atmosphäre 1,1,7. Wir haben 5,2 insgesamt. Das passt. Wir packen da jetzt noch ein paar Booster ran für den Show-Effekt. Und dann war es das auch schon, oder? Schöne, einfache, simple Rettungsrakete. Achso, und wir müssen die TT-70 benutzen, richtig? Ich gucke nochmal nach, aber ich glaube, es waren die TT-70. Dann hat das nämlich gleich den netten Nebeneffekt, dass wir den Auftrag erledigen. Genau, also TT-70 Radial Decoupler, Altitude 38.000 bis 41.000 Meter und wir müssen einen Speed von 1.600 bis 1.820 haben. Das versuchen wir jetzt mal im Aufstieg zu regeln. Ich nehme aber sicherheitshalber einen von denen mit,
den ich hier irgendwie oben ran klatsche. Falls ich die Booster dann schon abgeworfen habe, können wir uns den nochmal abhaken, als wir haben ihn mitgenommen. So, weil ich glaube nicht, dass ich auf 38 Kilometer Höhe noch immer die Booster dran habe. Da würde ich ein bisschen dran zweifeln wollen. So. Zack. Autostrut all the things. Und dann die guten alten Flossen. Ich kann einfach nicht ohne sie. Und wir wollen als erstes auf jeden Fall den hinteren Tank leer machen. Also gehen wir mit dem hier mal großzügig runter. Zack. Und hier noch ein paar Hütchen drauf. Und wir autostrutten den Firlefanz hier auch noch gegen das Heaviest Part. Sehr schön. So, dann sind wir eigentlich safe, würde ich sagen. So, hallo, Starbird. Und ja, Luca, ich habe einen Flossenfetisch. Da kann man nichts gegen sagen. Also ich kann nicht ohne meine Glücksflossen fliegen. So, dann können wir das hier erledigen. Wir können den Safe erledigen. Und das sollte sich eigentlich automatisch erledigen. Have two different vessels in orbit of Kerbin within visual range of each other and kill their relative velocity to achieve this goal. Genau das ist, was wir vorhaben bei einer Rettungsmission. Das heißt, wir müssen jetzt noch hier mal unser lustiges Spaßkonzept, das machen wir mal da oben mit rein oder so, den können wir dann händisch auslösen. Zack, und das ist der vermutlich, aber wir gucken sicherheitshalber nach. Ja, sieht gut aus. Okay, brauchen wir noch irgendwas Tolles? Ich glaube, ich nehme noch so ein Licht mit, einfach nur, weil es geht. Und ich nehme so ein Indicator Light mal mit. Ich habe das Indicator Light Mod jetzt noch mit draufgeschmissen, war auch ein Tipp von einem der Zuschauer, weil dann Sachen leuchten potenziell. Da kann man irgendwelche Sachen noch mitmachen. Oh, guck mal. Oh, ich kann grünes Licht machen. Oh ja, grünes Licht ist nicht schlecht. Und wisst ihr was? Das klemme ich neben die Tür. Zack. Dann kann man nämlich beleuchtet sehen, wo die Türen sind. Ist das nicht total awesome? Zack. So. Dann kann ich das nämlich anmachen und dann sieht man, wo die Türen sind. Haha. So, Staging passt. Ich habe Essen mit dabei, Habitation ist kein Problem, Strom passt, Fallschirme sind dran. Ja, dann. Achso, ja, ist natürlich ein Bergungsmanöver. Oh Gott, jetzt hätte ich beinahe mein Baulicht vergessen. Wir müssen ja natürlich, wenn wir im Orbit parken, um Leute zu retten, müssen wir natürlich klar signalisieren, dass hier eine Gefahrensituation herrscht. So, und das ist jetzt natürlich dann Rescue One. Licht kann man nie genug haben, habe ich gelernt. Und wenn ich mir schon so lustige Optik-Mods installiere, die einfach nur tolles Licht machen, dann, ihr wisst ja, ich komme da einfach nicht drum herum. So, ich regel die auch noch mal ein bisschen runter. Dann haben wir länger was davon. Zack, zack. Und jetzt noch das Personal. Ja, es geht orbital. Ich würde sagen, da darf jetzt auch mal wieder jemand ran. Ich glaube, es ist nett, wenn jemand, der gerettet wird, mal von einem netten, freundlichen Gesicht begrüßt wird. Also darf die Valentina mal ran. Warndreiecke habe ich, glaube ich, leider noch nicht. Ich gucke mal bei den Eva-Items. Ich könnte Sprengstoff mitnehmen, aber ich weiß nicht, ob es das richtige Signal sendet. Von daher hoffen wir mal unser Bestes. Hoffen wir mal das Beste. Okay, dann würde ich sagen, ab dafür. Wir retten Kerbals. Achso, einmal noch kurz auf die Uhr geguckt, wie spät das ist. Einmal kurz in die Flasche geguckt, wie spät das ist. Wir haben noch 2 Stunden 43, bis die Moonbase ankommt. Das sieht ganz gut aus, dass wir das schaffen könnten. Bis dahin. Wenn Valentina da keinen Blödsinn macht unterwegs. Machbar. Alles machbar. So. Nein, ich möchte jetzt gerade keinen Passagier mitnehmen, vielen Dank. Jetzt machen wir erstmal Probe für unser Licht. Oh, ganz hervorragend. Achso, das hier geht auch gar nicht aus, oder was? Das ist immer an. Ach, es sind LEDs, ist ja noch viel cooler. Aber es ist nicht so, als ob es ausgehen würde, wenn ich es ausmache, ne? Naja, Indicator Lights sind halt Indicator Lights und ja, sehr schön. So, erstmal Licht aus, aber okay, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir sind und wo Freund Blase ist. Set as target. Wir können schon mal den hier machen. So, und während wir hier anfangen, also, guckt euch das mal an, wir sind noch nicht mal gestartet und Valentina hat schon die ersten Snacks reingekaut.
unmöglich. Und das war auch eine weise Entscheidung mit dem Licht, sehe ich gerade. Wir kommen wohl in der Nacht hoch. So. Oh, ich starte eigentlich immer bei 400 Kilometer. Heute bin ich ein bisschen spät dran. Naja. So. Gut, dann würde ich sagen, Valentina startet zu ihrer Rettungsmission und wir hoffen, dass wir viele Sachen erledigen können. So, jetzt muss ich mal gucken. Wir müssen das einfach nur haulen. Da ist die Speed-Anzeige. Ich mache das mal ein bisschen kleiner, dass ich da auf jeden Fall auch auf die richtige Sache gucke. So, 3, 2, 1 und Feuer frei. So, heute ist richtig Hochbetrieb auf dem Kerbin Space Center. Die Anwohner in der Stadt nebenan beschweren sich auch schon, weil heute Nacht schon die zweite Rakete startet, was da eigentlich los ist. Und ja, es gibt in dem Mod auch Polarlichter am Nordpol, weil es sind Polarlichter am Nordpol. Also so viel Zeit muss schon sein, ne? Dass man da mal ein kleines Polarlicht mit reinknallt. Nee, finde ich auch sehr schön, so ein Detailgrad zu haben. So, ich nehme mal ein bisschen das Haupttriebwerk raus. Das kann gleich noch arbeiten, wenn wir ein bisschen weiter oben sind. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir dann auch die richtige Geschwindigkeit erreichen. Aber ich bin da ganz zuversichtlich, dass wir das hinkriegen, übers Haupttriebwerk, das so einzusteuern. So, jetzt lassen wir erstmal die Booster ihre Arbeit machen und machen währenddessen einen ganz, ganz geschmeidigen Gravity Turn. Das müsste mit dem Hobel ja hier eigentlich einwandfrei funktionieren. Muss nur ein bisschen aufpassen vor lauter Gelaber, dass ich keinen Flip hinlege. Und aufpassen, dass ich dann nachher auch nicht zu schnell oder zu langsam bin auf der entsprechenden Höhe. So, aber jetzt müssen wir langsam echt mal gucken, dass wir hier den Arsch rumbekommen. Damit wir gleich noch Schwung nehmen können für unseren Auftrag. Ja, ich bin sehr gespannt, ob wir dieses Radial Decoupler-Ding nebenbei erledigen können. Puffer genug haben wir eigentlich. So. Okay, wir sind jetzt stabil. Ich gebe mal Gas. Damit wir jetzt Speed bekommen. So, und jetzt müssen wir auf Geschwindigkeit. Oh, das wird knapp, glaube ich, so viel Geschwindigkeit aufzubauen in dem kurzen Stück. Wir haben tatsächlich nur... Ja, das schaffen wir nicht ganz. Wir kriegen die Geschwindigkeit nicht auf dem Tacho. Schade. Na gut, da hätte ich mehr Gas geben müssen. Okay, wissen wir fürs nächste Mal. Jetzt muss ich mal gucken. Oh, ich glaube, ich bin schon viel zu hoch. Ah, okay, aber wir haben hier einen schönen Intersect auf 20 Kilometer. Den nutze ich dann gleich, um den Rest zu machen. Gut, ja, 2000 Delta V in der Stufe drin. Dann haben wir noch eine Stufe oben drüber mit nochmal viel zu viel Delta V. So, das Ding hier kann weg. So. Und dann haben wir hier gleich unser Target tatsächlich. So, ich gehe schon mal auf Target Retrograde. Das ist jetzt natürlich... Ah, der kommt sehr schnell rein. Und los geht's. Ich gebe Hackengas, um mich meinem Target anzugleichen. Also wir müssen jetzt 1300 Meter Geschwindigkeitsunterschied abbrennen, aber die gute Nachricht ist, dass wir nebenbei ja auch genau noch in einen Orbit kommen. Ah, jetzt habe ich das Ding schon weggesprengt, ist doch scheißegal. Ist doch scheißegal. Wir machen das einfach nochmal, wir haben es doch. So, da kommt unser Debris angeflogen. Und unterfliegt uns jetzt. Ist aber gar nicht so wild. 9 Kilometer ist schon mal ziemlich cool. Das klappt richtig gut. Wir haben noch 600 Meter Unterschied. Sehr gut. Ah, das ist doch eigentlich ein ziemlich... Also ich hätte ein bisschen eher aufpassen müssen, dass ich mal ein bisschen eher bremse. Aber wir sind gar nicht so weit ab davon gelandet. Und da wir so viel Toleranz mit hatten, auch insgesamt sehr entspannt. Okay, jetzt haben wir gleich die gleiche Geschwindigkeit, damit auch ein Orbit. Und Massive Scale Launch, das hat uns noch die Rakete bezahlt. Hervorragend. So, jetzt heißt es eigentlich nur noch ab in Richtung Ziel. Schwuppdiwupp. Also einmal unseren gelben Nupsi mit dem pinken Nupsi übereinbringen. Ja, das haben wir jetzt so halbwegs. Und jetzt nehmen wir noch ein bisschen Fahrt auf. Einfach nur, weil wir es können. Wir haben hier noch 600 irgendwas Delta V drin zum Bremsen. Das reicht locker. Und wir haben ja keine Zeit zu verlieren. Schließlich
haben wir ein Rendezvous in 2 Stunden 32. Bis dahin will ich wieder gelandet sein. Valentina hat heute Abend aber auch noch einen Maniküre-Termin, habe ich gehört. So, das ist eine Annäherung auf 500 Meter. Ich nehme an, dass uns das reichen wird. Und das ist in 1 Minute 30 soweit. Ich glaube, 40.000 bekommt man für 25, also für mehr als 25 Tonnen im Orbit, wenn mich nicht alles täuscht. Können wir aber auch nochmal nachgucken. Aber ich glaube, das war bei Massive Scale Launch so. Und für die Stufe 2 bekommst du dann nochmal, also wenn du über, ich glaube, das waren dann 75 Tonnen oder 90 Tonnen, da bekommst du dann nochmal 60.000 obendrauf und 35 Reputation. Ich sag's nur ungern, Freunde, aber bisher läuft's, ne? Bisher läuft's ganz grandios. So, wir nähern uns langsam an. Ja, da können wir ein bisschen Zeitraffer reinpacken. Das ist ja alles ganz, ganz entspannt. So, und jetzt töten wir mal die Oh, guck mal, ich kann mit meinem Antrieb Gesamtkörben beleuchten. Ist das nicht schön? So, jetzt hätten wir natürlich Spaß gehabt, wenn wir nicht ein bisschen viel Gas gegeben hätten. Ich fliege jetzt so nah ran, dass ich wirklich Sichtkontakt habe, weil wir haben ja da noch einen Auftrag zu erfüllen. Unsere Velocity anzugleichen, damit wir diesen Auftrag erledigt bekommen. Ich muss gleich mal gucken, was da oben schon so rumblinkt. Vielleicht haben wir den sogar schon erledigt. Ich weiß es nicht. Also, we have performed the rendezvous maneuver. Und der Exploration Contract ist damit auch durch. Und ja, Synchronized Free Falling isn't nearly as daunting as it sounds. Okay. Gut, also der Vertrag ist durch. Tada! Oh, und jetzt müssen wir ein Low Resolution Altimetry Scan of the Moon zu 75% machen. Da war ja der Polar Orbit tatsächlich eine gute Wahl. So, jetzt bremsen wir das hier mal langsam ein, dass wir einen schönen Parkplatz neben dem Raumschiff bekommen. Ich bin mal gespannt, wo Gwenby drin sitzt. Und ich bin auch mal gespannt, was Gwenby für eine Qualifikation mitbringt. Das werden wir dann sehen. Jetzt heißt es aber erstmal anhalten und Gwenby einsacken. Also ich würde sagen, sieht ganz gut aus, dass wir 2/3 der Missionsziele erreicht bekommen. So, jetzt sind wir hier natürlich am Straßenrand geparkt. Jetzt müssen wir gucken, dass wir hier entsprechende Warnsignale senden. Dass keine Unfälle passieren, weil heute ist im Orbit ja richtig viel los, falls gleich noch eine Mondrakete startet oder so, man weiß es ja nicht, oder eine Raumstation kommt. So, und dann richten wir einmal unser Leuchtfeuer und unsere Positionslichter, die grünen, in Richtung von Gwenby und dann gucken wir mal, wo Gwenby drin gelandet ist und Gwenby ist in einem Cupola-Modul, ich glaube ich kotz.